zusammen, ich bin's Tobi von The Swiss Brothers of Adventure und ich habe wieder meine Kamerafrau Isa dabei. Wir sind im Futtersilo. Mühle. Futter, ihr habt gehört, Mühle. Ich bin Tobi von The Swiss Brothers of Adventure und ich bin wieder mit meiner Kamerafrau Isa unterwegs. Hallo, mit Rand. Wir schauen uns heute eine Futtermühle an. Die ist 1958 gebaut worden und der Anbau kam 72-73. Und damit sage ich, let's go! Wir befinden uns hier im alten Futtersilo. Das, was ihr da seht, ist die Lenzburg. Ja, ich habe einen Spickzettel dabei, weil ich mir nicht alles merken kann. Und hier drüben seht ihr da hinten die Jura-Höhenzüge. Ich kann auch jetzt hier um die Ecke gehen, dass ihr es besser seht. So. Dann gehen wir mal rein und schauen uns das an. In den Räumlichkeiten, wo wir uns jetzt befinden, wird die Verladestation gewesen sein und über uns befinden sich die Silos mit je den Nummern dran, welches Silo es ist. Wir vermuten, dass hier auch das Futter dann abgepackt wurde und direkt auf die LKWs verladen wurde. Diese Waage, die ihr jetzt im Bild seht, lässt diese These bekräftigen. Jetzt habe ich es. Im 2001 hat die SBB den Anschlussgleisvertrag gekündigt. Das Bundesgericht in der Schweiz hat der SBB Recht gegeben. Ohne Anschlussgleise kann kein Getreide mehr geliefert werden. Warum wollen Sie das Gebäude nicht abreißen? Beim Abbau des Firmenlogos im Jahr 2020 haben Sie von einer bedrohten Vogelart das Nest entdeckt. Und die nisten jedes Jahr dort. Und deshalb möchten sie eigentlich das Gebäude nicht abreißen. Ich weiß nicht, ob es dieser Vogel ist oder ein anderer. Ich zoome dann ran. Da oben ist der Vogel. Ich glaube nicht, dass ihr ihn gesehen habt. Hallo? Hallo. Et voilà. Hier drinnen seht ihr das ist der Motor für den Aufzug. Das ist nur ein Personenaufzug, den wir schon beim Hochlaufen gesehen haben.
die 40 Meter. Das Futter wurde hier angeliefert und wurde hochgepumpt. Über mir war ein großer Trichter, der das Futter dann verteilt hat. Die Verteilung hat mit einem Rohr stattgefunden und wurde zu allen 64 Silos, die ihr hier seht, verteilt. Jedes Silo ist 40 Meter hoch und konnte bis 4000 Tonnen Futter fassen. Rohkernanlage. Ich weiß, die Qualität leidet jetzt im Dunkeln. Wir befinden uns jetzt im Keller und im Keller wurden Kartoffeln zubereitet, gewaschen, getrocknet und zu Flocken verarbeitet, die dann in das Tierfutter eingebunden wurden. Wir schätzen nach Anbau, dass hier die Anlieferung war und dass es dann hier weiterging und hier weiter verarbeitet wurde. Pellets runtergefallen sind in die großen Auffangsäcke hier unten. Im 2009 hat die Denkmalpflege, das ist ein Amt in der Schweiz, die sich mit Denkmalschutz befassen, die Silotürme als prägendes und prägnantes Zeichen für die Stadt Lenzburg
gewürdigt. Die Lenzburger Silos waren mehrere Gebäude. Das Nebengebäude wurde 2008 in Büroräume umgebaut. So, meine Lieben, wir verabscheuen uns bei euch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Sollte euch das Video gefallen haben, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Und damit sagen wir Ciao! Ciao.